Es ist sehr schwer, sehr hart für uns. Wir haben einen lieben Mensch verloren, meine Tochter. Wir sind Roma und wir sind sehr wenige. Sehr, sehr wenige Menschen, die Roma. Wir haben in 33 in KZ-Lager sehr viele Leute verloren, wo die Juden vergast worden sind, sind unsere Leute auch vergast. Und wir sind seit 63 hier in Deutschland. Und wir sind in Hanau fast 35 Jahre. Mercedes ist in Offenbach geboren. Ihre Kinder sind in Hanau geboren. Sie hat zwei Kinder gehabt. Und sie wurde von einem Terroristen ermordet, von einem Rassisten. Und das kann ich nicht verstehen. Was kann ich nicht verstehen? Dass dieser Mensch sich preisgegeben hat. Er hat Bundesverfassungsgericht angerufen, hat 24 Seiten Briefe geschrieben, hat dummes wildes Zeug gesprochen. Und keiner war imstande, nicht die Staatsanwaltschaft, nicht die Polizei, bei diesen Menschen einen Durchsuchungsbefehl zu machen. Denn der hatte Waffen, wo normal er das nicht darfte haben. Wenn ein Durchsuchungsbefehl bei ihm gewesen wäre, hätten sie die Waffe bei ihm beschlagnahmt und unsere Kinder wären bis heute gelebt. Das Zweite ist, hier hat er drei Leute umgebracht auf die Straße in der Heumarkt. Und wir sind Luftlinie 300 Meter von der Polizei. Und ich frage mich, wenn er drei Menschen umbringt mit einer Kanone und die Leute rufen an bei der Polizei und sagen, da kommt ist einer und bringt Leute um auf die Straße. Wo war die Polizei? Wo war die? Die hat es geschafft, von hier zu Fuß zu gehen, bis an das Postamt, in sein Auto zu steigen. Willi hat ihn blockiert, ist rausgekommen, hat ins Auto geschossen und immer war noch die Polizei da. Und dann ist er nach Kesselstadt gefahren und hat weitere sechs jungen Menschen aus dem Leben gerissen. Und diese Leute, die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die Politiker sagen, diese Tat hätte man nicht verhindern können. Diese Tat hätte man verhindern können. Das hätte man. Willi hat viermal die Polizei angerufen bei Hinterherfahrt. Und keiner hat da abgehoben. Keiner. Die haben das zugelassen, dass diese Menschen sterben. Und danach hat er sechs Leute umgebracht in Kesselstadt. Und die drei hier sind neun. Und er hat es noch geschafft, von der Arena Bar wieder rauszugehen, nach Hause zu gehen. Und nach vier Stunden kam die Polizei bei ihm und brecht die Tür auf. Und dann sieht er ihn tot und seine Mutter. Wissen Sie, wie uns hier in Deutschland für Schmerz gemacht worden ist? Was uns aus dem Leben genommen worden ist? Bloß wir, die Eltern, können wissen, wie das wehtut, wenn wir unsere eigenen Kinder zum Grabe getragen haben. Und wir wünschen das keinen. Aber trotzdem, keiner hat richtig hier gearbeitet oder geholfen. Die Mutter von Mercedes wohnt immer noch da in Kesselstadt, 300 Meter von dem Tatort. Und der Sohn von Mercedes muss jeden zweiten Tag in Lidl einkaufen gehen und sich die Tat, wo das passiert ist,
das anschauen. Und diese Leute sagen, die haben uns geholfen mit allen Möglichkeiten. Mit was haben die uns geholfen? Die Mutter wohnt immer noch da. Ich habe hier eine alte Zwei-Zimmer-Wohnung bekommen bei Dublob. Wohne alleine, habe niemanden mehr. Denn ich habe meine Ex, meine Frau damals verlassen vor 15 Jahren. Und habe eine zweite Frau gehabt. Denn die zweite Frau von mir, die hat mit mir zusammengelebt 15 Jahre lang. Und die hat von Mercedes die Kinder aufgezogen. Wo die Frau, Frau Balog, festgenommen wurde in München, mussten wir nach Hanau zurückkommen, in die Wohnung von Mercedes. Und zwei Monate später wurde sie ermordet von einem Rassist, wo 100.000 Einwohner. Und sich preisgegeben, ich wiederhole mich, preisgegeben hat, was er vorhat, und er wird die Finale in Hanau veranstalten. Und keiner war imstande, diesen Mann aufzuhalten, diesen Terroristen. Und die sagen, diese Tat kann nicht aufgehoben oder man hätte das nicht wissen können. Doch, man hätte das wissen können. Sogar jetzt der Vater jetzt, 11 Monate später jetzt, verlangt er die Waffen zurück. Er sagt, er ist kein Opfer. Er ist der Opfer. Die sollen die Plakate runternehmen. Das ist eine Vollverhetzung, ich sehe, Bürgermeister. Das ist in meinen Augen eine tickende Zeitbombe, sein Vater. Denn die ist auch genauso gesprochen wie sein Sohn. Wie das Zeug, man hat es nicht verstanden, was er gemeint hat, aber er hat gesagt, die Finale kommt in Hanau. Wenn wir als Ausländer jemanden beleidigen, und die geht auf die Polizei und sagt, der Herr Gobel hat mich beleidigt, kommt die Polizei zu Hause bei mir und fragt mich auch, warum habe ich das beleidigt. Aber er hat bei Bundesstaatsanwaltschaft in Karlsruhe geschrieben. 24 Seiten. Und die haben dann nicht sehen können, dass das ein Mensch, ein Terrorist, ein Fanatiker, dass es eine Bombe ist, eine Zeitbombe. War keiner imstande, bei ihm einen Durchsuchungsbefehl zu machen und ihm die Waffen wegzunehmen. Denn der hatte nicht mal einen Waffenschrank. Für die Waffen. Die Waffen waren so auf dem Bett. Und ich frage mich bis heute, warum? Dass wir Roma sind? Dass wir Ausländer waren? Und die Politiker sagen, es sind 10 Opfer. 10. Seine Mutter auch. Wurde seine Mutter ermordet, dass die ausländisch aussah? Unsere Kinder sind deswegen ausgemordet, dass die ausländisch waren. Seine Mutter hat er umgebracht, dass er sie geholfen wollte. Sie sollen nicht leiden. Und darum hat er das gemacht. Und die wollen das noch im Zusammenhang mit unseren Kindern uns noch mehr Schmerz bringen, denn das sind 10 Opfer oder 9 plus. Diese Politiker, die soll mal ihren Schmutz zusammenkehren. Und richtig mal nachdenken, was die machen. Denn die machen nichts gegen Rassismus. Gar nichts. Auch dieser Bouffier, der schmeißt das immer von sich weg. Er ist nicht dafür verantwortlich. Die anderen. Aber wenn es darauf ankommt, macht er seinen Stempel drauf. Wir waren bei ihm in Wiesbaden. Da haben wir eingeladen. Der hat uns bloß schöne Worte gesagt. Es tut dir leid und unser Beileid. Und dabei hat er einen Joghurt gegessen. Und mit solchen Leuten, wie die das herbringen, wenn die Presse da ist, wenn die Zeitung, dann sagen die, ja, es tut uns leid, das und das.
Aber in Wahrheit sind wir, die neuen Familien, hier alleine gelassen worden.